ganz herzlich willkommen im Kreativatelier Aufblühen, wieder draußen heute in meiner Blumenwerkstatt. Und es ist wirklich ganz merkwürdig in diesem Jahr. Wir haben November und ich habe hier noch wunderschöne Sträuße zusammengebunden bzw. Gestecke gemacht in verschiedenen Farben. Das sind alles noch Blumen, die auf meiner Mini-Blumenfarm hier blühen, mitten in der Stadt. Und es ist aber auch schon die Zeit, wo wir uns der Weihnachtszeit zuwenden, und die heutige Deko soll um eine kleine Weihnachtsidee gehen. Das, ja, hier mit Blumen zusammen. Also dieses Jahr ist es wirklich ein bisschen verrückt vom Wetter. Was genau ich vorhabe, das zeige ich euch jetzt. Viel Freude dabei! Wie immer möchte ich euch kurz meine verwendeten Materialien zeigen. Ich habe hier nochmal, ja, ich bin dieses Jahr irgendwie total heiß auf Beeren. Ich habe irgendwie noch nie so wie dieses Jahr die ganzen Beeren wahrgenommen und auch Eicheln und was für hübsche Kombinationen die zusammen einfach abgeben. Und habe mir eine kleine Idee überlegt, die auch relativ zügig geht und die ganz hübsch aussieht, egal ob drinnen oder draußen. Viele haben ja nicht so sehr viel Platz in ihrer Wohnung und ich habe mir hier was ausgedacht, was wirklich wenig Platz wegnimmt. Ich habe hier einen ganz kleinen Baumstamm eben zurechtgeschnitten und verwende diesmal eine weiße Kerze darauf. Ihr könnt das natürlich in verschiedenen Farbtönen halten. Ich habe die ein bisschen höher gewählt. Oft nimmt man ja so Gleichheitsproportionen. Die habe ich jetzt ein bisschen höher gewählt, einfach deswegen, weil wir hier eben noch eine kleine Beereneichel-Früchteschicht einkleben werden. Und das Ganze wird natürlich dann hier sozusagen von der Kerze weggenommen, also an Platz, sodass letzten Endes, werdet ihr nachher auch sehen, nur noch ein Stück der Kerze herausranken wird. Genau, ihr braucht wieder Heißkleber, dann eben verschiedene Zapfen. Ich habe hier so hübsche kleine Bänder. Ihr seht hier, bei einem steht auch schon Merry Christmas drauf, Häkelspitze und verschiedene Scheren, Zieräpfel, dann hier meine tolle Elefantenhaut, die wirklich das Ganze zum Strahlen bringt. Und das Ganze hier vor meinen herbstlich-sommerlichen Blumen. Genau, wie es eben dieses Jahr einfach vom Wetter her der Fall ist. Als erstes nehme ich meinen Klebefix von Oasis. Das ist so eine Klebmasse, die man ganz gerne benutzt, eben um Kerzen zu befestigen. Die kann man auch noch so ein bisschen warm machen, also über einer Flamme ein bisschen warm und weich machen. Das Ganze wird dann unten an der Kerze angebracht. Und das setze ich jetzt erstmal hier auf meinen kleinen Stamm, meinen kleinen Holzstamm. Genau, der ist jetzt nicht ganz optimal abgeschnitten, aber durch dieses Klebekit, Klebefix, kann ich das hier auch so ein bisschen nochmal ausgleichen. Und dann möchte ich einfach viele Naturmaterialien hier drumherum verwenden und eben ankleben, die sich wirklich sehr lange halten. Das Ganze wird also weit über Weihnachten hinaus wirklich schön bleiben. Und da gehe ich jetzt einfach so vor, wie bei den anderen Sachen, dass ich mir eine kleine Fläche nehme oder selber bastel und dann einfach Heißkleber anbringe und dann einfach aufklebe. Ich möchte das Ganze so machen, dass hier der Übergang, also diese Kante hier unten, ein bisschen überdeckt ist und das Ganze auch so ein ganz bisschen herunterwandert, dass das so eben von der Mitte her nach außen sich stülpt oder herunterfließt, könnte man sagen. Damit da einfach ein schöner Übergang ist. Und das kann ich einfach machen, indem ich auch verschiedene Formen nehme von den Naturmaterialien. Ich nehme zum Beispiel hier diese kleinen gefiederten Hagebutten von der Rose Multiflora. Verbringe die jetzt einfach hier, man kann die auch so ein bisschen drunter stecken, einfach unter die Kerze. Das mache ich dann an mehreren Stellen. Und der Heißkleber ist, was das angeht, wirklich super optimal. Das hält und geht auch einfach ziemlich fix. Das ist wirklich eine ganz hübsche Dekoration, wirklich nur hier mit den Naturmaterialien und ein, zwei Kugeln.
So, und so gehe ich jetzt, arbeite ich mich durch meine Materialien wieder durch, nehme Hagebutten, nehme Zieräpfel, möchte auch farblich das so ein bisschen variieren. Ich habe jetzt zum Beispiel hier von dem Silberling die getrockneten Blätter. Das harmoniert natürlich perfekt hier mit meiner cremefarbenen Kerze. Und die eignen sich natürlich auch super, um die einfach an die Kante zu heften. Und dann findet sich das Weiß, was ihr da auch schon seht, einfach wieder. Natürlich kann ich das Weiß auch durch Kugeln zum Beispiel wieder aufgreifen. Und so gehe ich jetzt Schritt für Schritt einmal durch meine Materialien hindurch. So, ich habe das jetzt das Ganze bestückt. Und wie ihr seht, habe ich das wirklich über den Rand hinaus gearbeitet. Na, das seht ihr hier. Und es gucken immer wieder auch farblich passend zur Kerze hier die Silberlinge, also die Lunaria raus. Und habe dann die Hütchen eingefügt und ein paar Kugeln. Habe dann ganz zum Schluss einfach nur das Band rumgebunden. Merry Christmas. Und jetzt werde ich dem Ganzen noch den letzten Schliff geben mit zweierlei. Einmal habe ich hier eine Perlennadel, die werde ich jetzt noch anbringen. Und zwar einfach da, wo ich den Knoten gemacht habe. Da stecke ich die rein in den Wachs. In das Wachs hier. Genau, und dann zum Schluss benutze ich nochmal meine Elefantenhaut. Schüttelt das Ganze und ihr werdet sehen, was das für einen tollen Effekt hat. Die ganzen Beeren fangen an zu strahlen, da ich hier draußen bin. Machen wir mal lieber hier die Flamme ein bisschen weg. So. Und ihr seht, das Ganze ist eine Sache von Minuten und es sieht einfach ganz, ganz hübsch aus. Ich gehe da jetzt auch gleich nochmal ein bisschen näher ran. So, jetzt seht ihr das Ganze nochmal in seiner ganzen Pracht. Wie gesagt, das wäre bestimmt super geeignet als Mitbringsel oder einfach um sich das auf den Tisch zu stellen, egal ob im Wohnzimmer oder in der Küche. Bis auf die Kugeln sind das alles Naturmaterialien. Und es wirkt wirklich ganz hübsch, was man mit Beeren und mit Fruchtständen und Eicheln alles so zaubern kann. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Ja, das war's von meiner Seite aus für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser hübschen kleinen Dekoration, ein kleines Kerzenlicht, das können wir alle bei diesen eher dunklen Tagen, die jetzt im November auf uns warten, gebrauchen. Wenn ihr meinen Deko-Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach. Folgt mir auch gerne auf Instagram unter Kreativatelier Aufblühen und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann!